Ja, Trainer, ich glaube nicht zum ersten Mal, dass nach einer verheißungsvollen Startphase gegen Ende des Spiels nochmal das Zittern beginnt. Wann ist der Punkt gewesen oder wodurch kam er zustande, dass es plötzlich alles so anders war in diesem Spiel? Ja, der Schlüssel ist ja immer, wie verhalte ich mich gegen den Ball? Wir haben, wie man dann heute immer sagt, in der ersten Linie den Gegner immer rausspielen lassen. Wir wollten sie schon lenken, aber die Abstände waren dann zwischenzeitlich zu groß. Dennoch haben wir ja gleich am Anfang, bevor das 0-1 gefallen ist oder 1-0 für uns, zwei Riesenchancen, laufen alleine aufs Tor zu. Auch noch andere Situationen gehabt, da machen wir ein schönes Tor. Das hatten wir als Thema in der Videoanalyse, dass der Torwart immer sehr weit steht, um dann auch diese Steckpässe abzufangen. Das ist der Torwart auch, der die meisten Elfmeter verursacht hat. Und unser Kapitän hat es dann erkannt, super Tor. Beim zweiten Tor, Scherbakowski geht endlich mit dem 1 gegen 1 im 16er, wird gefoult, zu Recht. Zwei Elfmeter, sicher verwandelt, 2-0. Hatten dann weitere gute Situationen, haben dann in der ersten Halbzeit auch nach hinten gar nichts zugelassen. Dennoch hatten wir so auch dann wieder so eine Phase, wo wir so ein bisschen inaktiv wurden, aber es ist nichts passiert. Kommen aus der Halbzeit, können eigentlich sofort den Deckel drauf machen. Mit einem 3-0 spielen 2 auf 0, also 2 auf 0 oder 2 auf 1 auf dem Torwart. Kein guter Pass. Dennoch kann man das dann am Ende weit besser zu Ende spielen. Ja, und dann geht das wie so ein Trott, wie so ein Muster. Es wird weniger investiert gegen den Ball. Die Mannschaft zieht sich weiter auseinander. Sie ist nicht mehr so kompakt. Nicht so kompakt nach vorne, nicht so kompakt nach hinten. Dann kriegst du so ein dummes Gegentor und dann ist ja klar, dann passiert was mit der Mannschaft. Dann kriegst du ein Kopfkino. Dann hast du trotzdem noch gute Chancen, auch wieder alleine aufs Tor zu laufen. Beste Möglichkeiten lassen wir ja schon seit Wochen liegen, eigentlich die ganze Saison. Der Kapitän hat letzte Woche gesagt, wir killen nicht im Spiel. Ja, und so ist das dann heute auch gekommen. Und dann kommt das Spiel dann am Ende dabei raus. Bist du froh, dass der Schiedsrichter abpfeift und du hast 2-1 gewonnen. Da macht so ein Wehling in der Vorwoche ein sensationelles Tor. Und heute gelingt ihm reinweg gar nichts, den anderen Stürmern aber auch nicht. Denn es waren zwei ungewöhnliche, außergewöhnliche Tore, die zum 2-1 Erfolg am Ende geführt haben. Aber aus dem Spiel heraus Torchancen viele, Ertrag wenig. Also der Ansatz ist ja gerade in so einer komplizierten Endphase mit vielen Spielen, vielen englischen Wochen, die auf uns zukommen. Und auch schon vorher, dass ich ja gerne alle Spieler mitnehmen möchte, alle Spieler dieses Vertrauen gebe, begleite, schenke, sehr viel mit denen rede, sehr viel erkläre. Wenn das natürlich immer das Muster dabei heraus ist, dann gilt es, das natürlich auch in einer anderen Art zu begleiten. Weil letztendlich ist Fußball Ergebnissport. Und Ergebnis ist zwar da, aber in der Art, wie wir dann spielen wollen, spielen können, spielen sollen und was ich auch glaube, was man braucht, um das ganz große Ziel zu erreichen, ist es natürlich dann in so einem Muster, im negativen Sinne, nicht gut genug. Jetzt unabhängig davon, ob Wehling, ob Hottmann, ob Badu, ob Scherbakowski, ob Kujovic, ob Eisenhut und die Viererkette. Insgesamt ist das Bild ab den 1-2 ist das nicht so ausreichend, um zu sagen, dass eine Mannschaft, da passiert nichts. Das hätte heute auch wieder nach hinten losgehen können. Und ich finde, wenn man so viele Möglichkeiten hat in den Spielen, dann darfst du gar nicht in so eine Situation kommen. Es gab heute Ausfälle zu beklagen. Slamar wegen der 5. gelben Karte. Hoffmann vor der Abwehr fehlte auch. Es haben andere die Chance gekriegt. Wir haben aber in der Pressekonferenz gehört, es wird bis zum Mittwoch dann auch tatsächlich überraschende, vielleicht gravierende Änderungen geben in der Formation. Aus Enttäuschung zu heute? Ja, erstmal habe ich gesagt, stehe ich auch zu. Ich habe aber auch gesagt, ich brauche diesmal, ich muss in Ruhe das Spiel mir nochmal angucken, um nicht jetzt irgendwie aus Enttäuschung, negativen Begleiten oder in der Art, wie wir dann gespielt haben, wenn soll es dann auch das Vernünftige sein. Ich will nicht sagen, den richtigen treffen, dennoch glaube ich, wenn man so ein Muster sieht, wir spielen in Chemnitz total konstant. Wir lassen nicht zu. Wir spielen Lok Leipzig, wir lassen nicht zu. Wir spielen bei Viktoria Berlin konstant, machen kurz nach der Halbzeit einen Fehler, den wir nicht machen dürfen. Dann kippt das Spiel.
Aber wenn alles in der Organisation ist, in ihren Abläufen, in ihrer Disziplin, ich nenne das Verantwortungsbewusstsein, in der Situation, hohes Maß an Eigendisziplin, hohes Maß an dieser Eigenverantwortung, um das große Ziel für uns alle hier erreichen zu können, das konnte ich dann heute in vielen Phasen, zumindest während des Spiels, für mich nicht so empfinden. Und deswegen will ich mich da 100% absichern und dann, glaube ich, aber zu wissen, dass sich das meistens bestätigt, dann wird es Veränderungen geben. Osterhilbig, Slama, Hoffmann sind eigentlich Spieler, die eigentlich über die Saison sehr konstant immer von Anfang an gespielt haben. Bei Slama war ja nichts möglich wegen der fünften gelben Karte. Bei Osterhilbig, der hat am Donnerstag einen Schlag ins Gesicht bekommen, er hat die ganze Seite hier offen und das war ein bisschen geprellt. Da war mir das Risiko einfach zu groß in diesem Spiel, weil ich wusste, wenn wir nicht so reinkommen, brauchen wir Zweikämpfe. Und dann, wenn du diesen Cut hast, gehst du dann richtig hin? Eigentlich ja, aber im Unterbewusstsein vielleicht nein. Und bei Hoffmann ist es so, der hat öfters in einem Spiel hat der Probleme mit dem Knie. Und jetzt auf Mittwoch wollte ich dieses Risiko nicht eingehen, dass er vielleicht 3-4 Tage ausfällt. Und dann wird überlegt, kann er Mittwoch spielen, kann er nicht Mittwoch spielen? Weil er ist natürlich für uns ein eminent wichtiger Spieler, was diese Intensität betrifft, diese intensiven Läufe. Und ich finde einfach, dass wir heute nie diese intensiven Läufe so gemacht haben, in der Kompaktheit, wie wir das gewohnt sind, weil der Gegner uns eigentlich dafür Möglichkeiten gibt, um diese Bälle dann im ersten Drittel oder wie man sagt, in der ersten Linie zu gewinnen. Aber ich kann mich nicht so erinnern, wir haben nochmal den einen oder anderen gewonnen, aber nicht mit dieser Überzeugung, wie ich das von der Mannschaft dann auch gewohnt bin, was man eigentlich auch braucht, um erfolgreich zu sein, sowieso in dieser Systematik, wie wir spielen. Aber immerhin gab es 3 Punkte und das ist, glaube ich, das Angenehme des heutigen Tages. Ne? Ja, das habe ich auch gesagt. Also ich sage nochmal, das ist ja auch, das wird mir immer als Kritik ausgelegt. Ich kann ja nicht irgendwas hier erzählen, was jeder andere auch anders gesehen hat, auch so gesehen hat, wäre ich. Warum soll ich die Menschen da belügen? Das meine ich. Ich habe auch gesagt, wenn man am 27. Spieltag, und das ist ja Fakt, Erfurt hat 27 Spiele gespielt, Jena hat 27 Spiele gespielt und wir haben 27 Spiele gespielt. Wenn jetzt Schluss wäre, wären wir Erster. Also, und wer nach 27 Spieltagen Erster ist, der kann auch am 34. Spieltag Erster sein. Es gilt aber auch, dann mal diese Themen anzusprechen, um diese Fakten für uns wieder in die richtige Richtung zu bringen. Dann sagt der eine immer, Wollitz kritisiert alles. Nein, Wollitz kritisiert alles nicht. Wollitz analysiert ehrlich. Ehrlich für die Leute, die sich dafür interessieren.